So, Hallöchen zusammen, Ropi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute ein neues Sammlerporträt und zwar von der lieben Janine aka Lightscrapper. Sie hat mich über Instagram angeschrieben und gefragt, ob sie ein paar Bilder hier einfach mal aus ihrer Sammlung vorstellen kann. Sage ich natürlich nicht nein. Ich freue mich immer, andere Sammler hier vorstellen zu dürfen. Egal in welche Richtung gesammelt wird, ich finde das klasse, vor allem wenn man die Figuren liebt. Die Sammlung muss nicht riesengroß sein. Wichtig ist man nur, dass man sieht, aha, desjenige, derjenige, diejenige mag die Figuren, die sie bei sich zu Hause stehen haben. Das ist das A und das O. Denkt immer dran, nicht die Masse, nicht die Menge ist wichtig, sondern eure Liebe zu den Figuren. Ja, ihr werdet sehen, sie hat von allem Möglichen etwas. Sie hat Spin Master Figuren, sie hat Schleichfiguren, sie hat Plüschis, sonstiges Dragons Merch. Und sie hat hier auch noch ein paar Zeichnungen mitgeschickt. Das werdet ihr alles in diesem Video sehen. Und als ob das nicht reichen würde, hat sie auch noch einen kleinen Text geschrieben. Und mir auch noch Fragen zu ihrer Dragons Sammlung beantwortet. Jo, dann würde ich doch sagen, fangen wir an. Ich lese euch mal vor, was sie zu ihrer Sammlung geschrieben hat. Also, ich bin ein riesengroßer Dragons-Fan. Es fing damit an, ich war, als ich 8 Jahre alt war, bei einer Freundin und da habe ich das erste Mal einen Dragons-Film gesehen, nämlich Drachenzähme leicht gemacht 1. Ich habe mich sofort in den Film verliebt und seitdem bin ich ein Riesenfan. Meine erste Figur habe ich dann kurze Zeit später bekommen. Ich war mit meinem Papa einkaufen und dann sah ich so eine kleine ohne Zahnfigur und ich habe so lange gebettelt, bis ich sie bekommen habe. Und dann wurden es immer mehr. Das ihre Geschichte, wie sie zum Sammeln kam. Jetzt kommen die ganzen Fragen. Ich lese euch meine Fragen vor und auch gleich ihre Antworten. Frage 1. Wie viele Figuren umfasst deine Sammlung circa? Ich schätze 60 bis 80 Figuren. Frage 2. Seit wie vielen Jahren sammelst du die Serie? Seit 7 Jahren, oha, schon seit 7 Jahren, Smiley und Huch zugleich. Drittens. Welches ist deine Lieblingsfigur? Meine Lieblingsfigur ist der Knochenräuber. Frage 4. Welchen Charakter aus Dragons magst du überhaupt nicht? Johann, ich hasse ihn. Nummer 5. Welche Figuren fehlen dir noch? Einige, aber ich bin gerade auf der Suche nach dem grünen tödlichen Natter aus 2010 und der Mini ohne Zahn, der knurrt. 6. Welche Figur davon wünschst du dir noch unbedingt? Der kleine Mini ohne Zahn, der knurrt. 7. Warum gerade Dragons? Dragons hat was Magisches. Ich kann nicht sagen was, aber es hat irgendwas Magisches, Anziehendes. 8. Frage. Lieblingscharakter von Dragons? Viggo Grimborn. 9. Magst du Light Fury? Nein, ich mag Light Fury jetzt nicht so gerne wie die anderen Drachen. Frage Nummer 10. Deine Top 10 Drachen. Skrill, ohne Zahn, Pouncer, Garf, Sturmbrecher, Hakenzahn, Windfang, Dreifachstachel, tödlicher Natter und Rough Runner. Frage 11. Deine Top 5 Drachenreiter. Hicks, Astrid, Taphnus, Rotzbacke und Heidrun. Frage Nummer 12. Hast du die originalen Bücher von Cressida Cole gelesen? Ja, ich habe 4 Bücher gelesen. Frage 13. War das Ende von The Hidden World okay für dich? Nein, ich hätte mir mehr gewünscht, zum Beispiel, dass sie sich nicht verabschieden. Frage 14. Wünschst du dir einen 4. Teil der Kinofilme? Was für eine Frage! Natürlich! 15. Was meinst du zu Legends Evolved? Ein paar davon sind ganz süß, aber zum Beispiel der flüsternde Tod mit dieser Kristallkrone geht gar nicht. 16. Wie stehst du zu Dragon Rescue Riders? Ich mag die Minifiguren davon, aber die Serie ist grässlich. Das ist doch kein Dragons.
Frage Nummer 17. Hast du einen Lieblingscharakter bei den Rescue Riders? Nö. Kurz und bündig, nein. Frage 18. Spielst du Dragons Online? Ja, ich spiele School of Dragons und Rise of Berg, also Aufstieg von Berg. 19. Stell dir vor, du musst dich von deiner Sammlung trennen. Was gibst du auf gar keinen Fall weg? Meinen Knochenräuber! Frage 20. Hast du einen Lieblings-Spinmaster-Figur? Uff, schwierig. Nein, eigentlich nicht. Ich mag die Minis sehr gerne. 21. Dein Lieblings-Dragons-Buch? Band 1 von Cressida Cowell. 22. Lieblings-Dragons-Kinofilm? Das ist tatsächlich der erste Teil. Nummer 23. Lieblings-Dragons-TV-Episode? Der König der Drachen Teil 1 und Teil 2. Frage 24. Hast du noch weitere Hobbys außer Sammeln? Ja, ich male sehr gerne. Frage Nummer 25. Möchtest du etwas Persönliches an andere Dragons-Fans und oder Sammler sagen? Habt Spaß am Sammeln und wenn ihr mal eine Figur nicht findet, gebt nicht auf. Irgendwann findet ihr sie. Mir ist es so zum Beispiel bei dem Knochenräuber gegangen. So, dann hat sie noch geschrieben, warte, ich möchte dir auch noch ein Foto von meinem echten ohne Zahn dazu packen. Ja, und hier kriegt ihr noch ein Bild von ihrem Kätzchen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch. An dieser Stelle, liebe Janine, vielen, vielen lieben Dank für deine Mühe, für die Antworten auf meine Fragen und die ganzen Bilder, die du mir geschickt hast. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß beim Sammeln. Und das wünsche ich allen, die hier zuschauen und ebenfalls irgendwas bei sich zu Hause sammeln, horten, hegen, pflegen und vor allem lieben. Denn das ist das A und das O. Viele Grüße an alle Abonnenten und an alle, die auch neu dazugekommen sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Ruppi. Yay! We'll be right back.